Am Mittwochmorgen haben wir es teilweise mit überfrierender Nässe zu tun. Das sind zum einen die abendlichen Schauer, die dann eben bei Temperaturen um die 0 Grad überfrieren. In höheren Lagen, in Mittelgebirgen beispielsweise, da gibt es ja auch Schneeschauer. Und die Frühtemperaturen vom Mittwoch, die zeigen uns das an. Die liegen zwar häufig ein bisschen über 0 Grad, aber das sind die Temperaturen in 2 Meter Höhe gemessen. Direkt am Boden in Knöchelhöhe, da kann es eben dann noch 2-3 Grad kühler sein als in 2 Meter Höhe. Und dann haben wir hier zumindest, wenn es mal nachts auflockert, verbreitet eben dann Temperaturen um die 0 Grad. Und dann kommen in der Früh und am Vormittag auch noch Schauer dazu. Vor allem hier im Nordwesten bis in die Mitte Deutschlands hinein. Ansonsten im Nordosten, aber auch weiter südlich, da sind Schauer eher selten. Da ist es zum Teil aufgelockert. Und der Niederschlagsvorschaufilm, der zeigt das schön, wie diese Schauer vor allem über die Mitte und später auch im Norden und Osten, aber da ist es dann natürlich der reine Regen, sich weiter ausbreiten und ostwärts ziehen, während in Süddeutschland kaum Schauer runterkommen. Das liegt hier an so einem kleinen Zwischenhochkeil, der sich hier bemerkbar macht mit Sonne und Wolken im Wechsel. Ansonsten haben wir eben die angesprochenen Schauer eher über der Nordhälfte Deutschlands, aber auch da wird es nicht jeden treffen. Zwischendurch gibt es auch hier ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen sind so ähnlich wie in den vergangenen Tagen auch. Ein Ticken wärmer, 3 bis 10 Grad, aber die 10 Grad vor allem entlang des Rheins und auch teilweise im Rhein-Main-Gebiet. Dann der Donnerstag. Da kommt ein neues massives Tief mit einem richtig großen Regengebiet auf uns zu, was sich eben von Südwesten allmählich bis in den Nordosten Deutschlands ausbreitet. Heißt aber im Umkehrschluss, dass es gerade hier nordöstlich der Elbe auch sehr lange freundlich, also auf jeden Fall trocken bleibt und vor allem am Vormittag auch noch freundlich mit Sonne und Wolken bei Temperaturen von 8 bis 10 Grad. Ansonsten haben wir eben diesen massiven Regen, der zu uns reinzieht. Und trotzdem steigen die Temperaturen am Oberrhein bis auf 11 Grad.